Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Civilization 6 Gathering Storm auf unserem Weg zu einem Wissenschaftssieg mit Dido. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich noch hier groß zu tun habe, ehrlich gesagt. Wollen wir mal nachlesen? Wissenschaftssieg? Warte. Jo, nicht wissen, ne. Wissenschaftssieg, hä? Ich bin mir zuerst das Erzählen. Ja, Gott, ist die Explod... Planet-Expedition. Sobald das Projekt abgeschlossen ist, erhält der Spieler Punkte für den Wissenschaftssieg. Sorry. Die erforderliche Siegpunktzahl variiert je nach Spieltempo. Ein Spieler kann die Anzahl an Punkten, die er pro Runde erhält, beschleunigen, indem er weitere Projekte abschließt. Die Lagrange-Laserstation und die terrestrische Laserstation bieten beide zusätzliche Punkte pro Runde, um auf den Sieg hinzuarbeiten. Wenn ein Spieler der Gewinner des internationalen Raumstadtprojekts im Weltkongress war, erhält er ebenfalls jede pro Runde Punkte für den Wissenschaftssieg. Sobald die Planet-Expedition gestartet werde, kann nur noch verhindert werden, dass dieser Spieler den Wissenschaftssieg erreicht, indem vorher ein anderer Sieg erlangt oder dieser Spieler erobert wird. Okay, das heißt, wir können nochmal Shit bauen. Kann ich den jetzt bauen oder muss ich da noch was erforschen? Okay, momentan kann ich das nicht machen. So, haben wir hier irgendwo? Wo ist das verdammte Ding? Da. Okay, dauert circa 10 fucking Stunden. Und wie viel? Okay, lass mal sehen, Wissenschaftssieg. Steht das jetzt irgendwo? Wie viel wir brauchen dann? 50 Runden lang dauert das Ganze noch? Okay. Händler. Ich meine, das beschleunigt dann die Produktion des Ganzen, aber ich muss... Okay, löst Heurekas aus. Das kriegt leider jetzt fucking Kanada, glaube ich. Ach, ein bisschen unangenehm. Das heißt, wir brauchen immer noch ein bisschen Wissenschaft, um dorthin zu kommen. Ich meine, du kannst mal eine Nuklearwaffe bauen, einfach nur for fun. Du kannst auch das Athletentraining machen. Wir brauchen keinen Händler mehr, wir brauchen keinen Spion mehr. Habe ich denn einen verbraucht? Ja, du kannst mal kurz einen Handwerker bauen, damit ich wieder einen habe. Sure. Wir können mal kurz hierhin abdrehen. Wir brauchen nochmal mehr Schiffe da unten. Ja, kommt sie beiden mal runter. Achso, das sind alle Schiffe, die ich habe. Du bleibst einfach hier hocken, das passt schon. Ich weiß nicht, wie aktiv ich überhaupt noch mit dem Krieg führen will. Aber wahrscheinlich geht mir jetzt dann eh noch der Cäsar auch auf die Eier, weil ich jetzt sozusagen am Gewinnticker bin. Würde ich mal annehmen. Oh fuck, war das jetzt der... Nein, ich glaube, das war vielleicht... Ich habe nicht mal gelesen, bevor ich von euch geklickt habe. Das war möglicherweise er hier. Im Fall war es ein Fehler. Fehler passieren, okay? Fehler passieren. Haben wir nicht hier irgendwo... Ich habe jetzt hier nie einen Unterhaltungsbezirk gebaut, oder? Vielleicht machen wir das kurz. Irgendwie dahin oder so. Diesen Wüstenhügel. Hochwassersperre. Oh, die Dürre ist vorbei, wonderful. Dann ist trotzdem so. Sind alle ein bisschen unglücklich, aber das passiert nicht. Ja, kannst du das ohne Fernkampfhilfe? Ja, kannst du aufhören? Danke. Wow. Tja, war jetzt nicht so eine schlaue Idee von dir. Ja, das Skizzen konnte nicht bewahrt werden. Sad Story, Sad Story. Produktion wählen, einmal ein Monument. Er hat sogar einen Campus da drauf gebaut. Okay. Ich meine, das ist auch noch gleich. Gehen wir halt kurz rüber, die Leute nerven. If you do not change direct. Was brauche ich dafür? Habt die Globalisierungsausrichtung. Fuck. Kriege ich den nicht schnell? Nein. Bam. Kriegen wir langsam. Okay, das kriege ich auch nicht. Du hast mal eine Arena in einer Runde. Aber wir können mal ein paar Bämbchen. Ich habe irgendwie Bock auf Bämbchen. Bomber Bämbchen. Wo sind sie denn? Kampfbomber. There we go. 28 Runden. Bist du wenigstens ein bisschen beschäftigt? Das ist okay. War eine Kanalisation hier. Wassermühle reparieren. Wer wurde schon wieder befördert? Ah ja, du. Du gehst
Oh, du produzierst gerade so. Du kannst da mal. Haben wir da jetzt nicht eine? Ist nicht die Fliss. Doch. Ich schütze mal hier den Raumhafen. Du geh dahin. Du mach mal hier weiter. Du kriegst mal eine weitere Beförderung. Sure. Stilling hat Schlachtschiffe. Okay. Und U-Boote. Ist Kanada auch mit mir im Krieg? Kanada ist nicht mit mir im Krieg. Ist seine Verbündeten im Stich. Ah, wir haben einen militärischen Notfall gewonnen. Wunderbar. That's so fun. Ist das ein Atom-U-Boot? Oder ist das ein normales U-Boot? Das ist ein normales U-Boot, okay. Und so in drei Runden. Und Stadion. Ein bisschen fröhlicher werden hier. Du bist auch mal in die generelle Richtung da, weil wir ja eigentlich vielleicht irgendwann noch mal was. Oh, ich meine, wir wollen nicht wirklich was erobern, aber. Falls wir doch Lust bekommen, damit die Möglichkeit bestünde. Sind wir nicht mehr alliiert? Doch, wir sind noch alliiert. Das ist tatsächlich die beste Option hier. Du kommst dahin und machst das noch. Haben wir noch ein bisschen mehr Nahrung? Du wirst mir unglaublich viel Geld geben und alles andere für Frieden, which is fine. Jetzt haben wir 4000 Geld. Können wir uns den Herrn holen? Okay. Ist es er? Das ist er. Mach mal Linguist. Wunderbar. Jetzt haben wir nochmal Punkte bekommen. Das freut mich auch sehr. Du hast den Händler abgeschlossen. Du kannst das nächste einen Seehafen bauen. Dann bauen wir mehr Seehäfen. Und wir bauen ein Ölkraftwerk. Why not? Ja, und das ist sicher alles hier hin, damit die Produktion so hoch wie möglich ist für nachher, damit wir die Lagrange-Station und den ganzen Shit fertigstellen können. Oh, das ist geil. Wir haben mal eine Verteidigung da drüben in Sterling. Sag mal ernsthaft, wie schauen wir aus? Ich meine, es ist schon ein bisschen was. Religionssieg auch ein bisschen, aber nicht so schlimm, nicht so schlimm. Machbar. Spion fertig, mach eine Militärakademie. Also ich kann mir nur anders noch was klauen. Aus Rom. Aretium. Nein. Mediolanum. Großes Werküberfall. Wunderbar. Jo. Weg wiederholen. Mehr Brot. Du hockst in Peking rum, wieso hockst du eigentlich in Peking rum? Achso, weil ich dich wahrscheinlich dort gebaut habe. Makes sense! Da waren wir schon, ich meine, einer könnte mal nach Rom, aber ist ein bisschen fein. Geh nach dahin, genau. Vielleicht hat er da auch noch Zeug rumliegen. Who knows? I'll be back. Prognosesysteme. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Aber das Stadion auch noch schnell fertig. Für die allgemeine Happiness. Seehafen fertig, du kannst einen Händler bauen. Wasserpark reparieren bitte. Ein Kornspeicher. Du kommst auch noch dahin. Können wir dich jetzt kaufen vielleicht? Ah fuck, er hat den einen Wissenschaftler sich geholt. Das ist, ich krieg dann jetzt wahrscheinlich den, oder? 5 Punkte pro Runde. Ich kriege jetzt wahrscheinlich den und den. Das ist, ja, die Projekte selber haben wir dann sofort fertig. Aber wir kommen nicht so schnell hin, was glaube ich gerade mehr Punkte bringen würde. Oder mehr Punkte bringen. Mehr Zeit sparen würde. Du bleibst hier und baust das. A good plan violently executed right now. Versuchen wir es gleich. Geh nach Tiflis.
noch Ressourcen, die ich übersehen habe. Da ist noch einer. Ich könnte eigentlich einen Admiral hinschicken. Ich bin mir darüber im Klaren. Ich bin schlicht und einfach nur zu faul. I don't know. Oder kannst du dann auch einen Segel wegnehmen? Ja, dann hat, ich meine, es ging dann alles ein bisschen schneller. Vielleicht sollte ich das machen. Schauen wir mal, warten wir mal, bis das nächste Angebot reinkommt. Katastrophaler Ausbruch, sure. Wunderbar. Alle glücklich. Ich meine, ich verliere ein bisschen Produktion, aber Annehmlichkeiten. Können wir dafür sorgen, dass meine Leute auch noch glücklich sind dazu? Nein, das wollte ich nicht. Du. Findest du was anderes brauchst? Ohne Unterseearmada. Dankeschön. Eine Fabrik, wieso nicht? Eine Bibliothek, ja, Hochwassergrenze wäre bei dir vielleicht auch eine Idee. Schieße mir ein bisschen mehr ein auf dich. Turmzeitalter endet. Bald beschütze den Raum angrenzend mit circa. Okay, das ist aber. Das ist nicht der. Das da kann ich sie tatsächlich erneuern. Kanalisation als nächstes. Wir haben noch zu wenig Punkte. Quellen beschaffen. Ich weiß nicht, bringt es mir? Ich glaube, es bringt mir gar keine Punkte, wenn ich Stealing einnehme, oder? Kann mich nicht mehr erinnern. Fabrik reparieren. What? Da hat tatsächlich ein U-Boot dahingestellt, der Sack. Na, da war nicht. Mit 10.000 Gold. Das Weltklima. Und das Weltklima ist nicht besonders gut bestellt. Ja, das sind wir eh Erste. Das sind wir auch Erste. Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt kaufen soll. Falls wir schneller fertig werden mit dem Forschen, kaufe ich es mir vielleicht, aber so. Legen wir da mal ein paar Leute rein. Wow. Ich wollte darauf schießen. God damn it. Nicht mich daneben stellen, damit ich beschossen werden kann. Das tut ja weh, sowas, ey. Könnten sie einfach abreißen. NASA spent millions of Weltraumrennen, ja, das ist auch wichtig. Das brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr wirklich. Wir könnten uns das Öl und das Aluminium holen, auch wenn ich das auch nicht wirklich brauche. Aber mehr als andere zumindest, glaube ich. Oder wir haben irgendwas, was die Bezirke mehr. Gibt mir noch irgendwas Produktion oder so? Ja, wir können das kurz reinhauen. Die Massenaushebung hier hin. Okay, schon wieder was gestohlen. Wunderbar, machen wir das nicht toll. Da muss man wieder zwei Schrittchen zurück, dann schießen wir da drauf bitte. Stellen uns nicht direkt daneben wie die größten Volltrotteln ever. Okay.
Kann man nicht mal großes Werk überfallen, ja. Tut ja trotzdem mal quälen, Bischof. Ich werde mein Volk bla 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 bla. Natur und dieses Ding. Wie weit sind wir denn? 13 gerade mal. Okay, wir haben wieder irgendwas bekommen. Ja, okay, wir kommen nicht in ein dunkles, which is nein. Nee, nein, which is nice. Genau, which is nein. Das macht Sinn, Gummibaum. Macht ganz, ganz viel Sinn. ist das die Hauptstadt? Nein, oder? Das ist die Hauptstadt! I didn't even fucking notice. Moment, reparieren. Wir können den Ding sie wieder da hinsetzen. Wo fahren? Ja, Victor. Genau. Wir haben plus 4? How the fuck haben wir plus 4? Aber sure. Du bleibst hier. Ich meine, wie gut ist es dir das letzte Mal ergangen, wo du versuchst hast, mich zu erpressen? Lieber Poundmaker. Ja, das funktioniert. Kannst du dich noch erinnern? War das super? War das eher schlecht? Eieiei. Hast du den Koton? Wunderbar. Das heißt, wir heilen auch noch gleich. This is wonderful. Du seins Reichweite, wir sitzen mal da drin. Du bleibst da. Ich hab. I don't know. Nervt den Caesar irgendwie, I guess. Das ist das Einzige, was mir einfallen würde. Aber ich weiß nicht mehr, wie wir nochmal. Schicken wir mal einen nach Rom. Schicken wir mal einen nach Rom. Oh, wir können da eins reinbauen. Why not? Mit Caesar jetzt auch noch den Krieg erklärt? Nein. Militärischer Notfall. Ich meine, macht der Caesar mit oder nicht? Das ist die einzige Frage. Ich frage mich, wie lange es noch dauert. Innen tut er mir sicher. Ist es passiert gerade? Ich glaube, der Caesar ist da wohl dafür dann. Nein, Trajan ist nicht dafür. Alle anderen sind dafür. Sure. Einmal Kanalisation. Einmal Kornspeicher. Wir können im Forschungslabor bauen noch eins. Du und deine U-Bötchen. Sure, geh auch nochmal nach irgendwo hin. Wie sie zusätzlich Wissenschaft haben wir noch bekommen, was natürlich sehr willkommen ist. Nice. Down through its history, only three. Wunderbar, nochmal mehr Annehmlichkeiten. Okay. Nee. Wir hauen dich jetzt hier in den Regierungsplatz. Du baust was als nächstes. Wir können auch noch schnell den Eiffelturm bauen. Nicht, dass es einen Unterschied machen würde. Du kannst auch nochmal einen Handwerker bauen, während wir schon dabei sind. Als Vorbereitung. Du kannst einen Händler bauen. I don't know. Bau mal einen Raketenkreuzer. Die Flugabwehrrakete, why not, kann man auch brauchen. Bau mal ein paar verschiedene Sachen. Schieß da drauf. Schieß da drauf. Dann, du bleibst hier drin. Fortschrittliche KI. Tieflist, da kann man die Mission einfach erneuern. Große Persönlichkeit. Und einen großen Händler kriegen wir auch noch. Wunderbar, noch mehr Annehmlichkeiten. Wir kommen schon wieder in der Goldenes zur Sicherheit. Können wir eigentlich schon wieder. Nein, wir können nichts machen, gell? Du kannst auch Athletentraining machen.
Oder kurz 5 Runden lang. Ne, aber bei der dauert 10 Runden. Na, wir bauen jetzt einfach Händler. Handwerker meine ich. Nicht Händler natürlich. Das wird deppert. Du bleibst hier. Du baust. I don't care. I just don't. Bau einen Helikopter. Du kommst da hin und machst das. Sure, mach einen großen Werksüberfall. Chill. Mach das. Ah, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich muss nämlich gleich gehen. Ich glaube nicht mehr und wir haben eigentlich schon eine Folge aufgenommen. Oh Gott. Sorry. Wir haben eigentlich schon eine Folge aufgenommen. Und ich glaube, und ich muss eigentlich gleich gehen, aber ich glaube, das dauert hier nicht mehr lange. Aber auf was sind wir momentan? Lass mal kurz nachschauen. Wir sind auf 19. Ich meine, wir brauchen noch 31. 31 Runden können lang sein. Das werden nicht 31 Runden sein, aber es werden 10 sein circa, wenn ich die anderen zwei gebaut habe. Wenn ich dafür auch nur einen Punkt pro Runde bekomme. Das heißt, ich glaube, ich werde jetzt doch noch kurz einen Cut reinmachen und die nächste Folge wird dann halt ein bisschen kürzer. Dafür gibt es ja dann den Überblick am Ende und alles. Ich hoffe, wenn mir das Spaß gemacht hat, zuzusehen, wenn das der Fall war, lasst dann ein Like da oder abonniert den Channel. Aber vor allem, ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.